Hallo ihr Lieben da draußen, ich bin heute mit dem zauberhaften Dom Cray von Northgard hinter der wunderbaren Bühne vom 70.000 Tons of Metal und zwar hinter der Studio B, glaube ich, ist das hier, oder? Ice Ring, glaube ich. Heißt so. So oder so ähnlich. Ich habe euch schon eine ordentliche Menge an verschiedenen Cutscenes zusammengestellt, wo wir das Ganze durchgehen. Unter anderem habe ich da auch deine Gitarre im Blick gehabt. Ich bin da so ein bisschen Fan von dem Thema. Was hast du denn da für ein wunderschönes Instrument bei dir? Die jetzt hier war von ESP. Jawohl. Also eine E2 nennt man die, also das E2 Modell. Okay. Das sind die bei ESP, die haben ja unterschiedliche Modelle. Die einen werden, glaube ich, nicht in Japan gemacht. Die schon, also super zufrieden. Bin seit 2013 glücklicher Endorser bei ESP. Und das ist eigentlich die Gitarre, die ich live immer dabei habe. Normalerweise ist es nur eine Backup-Gitarre, aber das war halt hier jetzt für Miami nicht möglich. Ist es generell so, dass du, wenn du unterwegs bist, mehrere Gitarren dabei hast? Das sei denn, du bist am Start bei so einer riesengroßen Reise, wo es vielleicht nur lohnt, eine mitzunehmen? Ja, schon auf jeden Fall, weil es ist halt auch, ja, man fühlt sich sicherer. Die Seite kann immer reißen, passiert zwar Gott sei Dank nicht so häufig, aber ist natürlich auch schon passiert. Dann ist immer besser, kurz zu switchen, anstatt eine neue Seite aufzuziehen. Ne? Das glaube ich natürlich sofort. Handwerkszeug, quasi den zweiten Hammer mit immer auf der Baustelle. Ja, absolut. Die Bühne, die haben wir jetzt auch gerade angeguckt. Von hinten hatte ich auch einen kleinen Sneak Peek. Ich habe auch ein bisschen Fotomaterial aufnehmen können. Cool. Ist das das Format an Bühne, wo du sagst, okay, da fühle ich mich drauf wohl? Du hast nämlich sehr, sehr viel Bewegungen drin gehabt. Bewegst du dich generell so viel auf der Bühne? Ich habe mich heute wenig bewegt, okay. Weil ich kurz so in ihr Probleme hatte, weil wir noch das System etwas verschlankt hatten, okay. für die Crews. Wir hatten dann mit Wolfchant, auch eine deutsche Band aus Bayern, gemeinsam unser Sample-System quasi zusammengelegt und ich hatte ein paar in ihr Probleme, deswegen eher still. Also, aber freut mich natürlich, wenn du sagst, ich habe mich sogar bewegt. Da war recht viel Bummi drin tatsächlich. Kriegt man gar nicht so mit selbst. Ne? Aber man muss dazu sagen, ich bin auch viel Bewegung auf der Bühne nicht gewohnt. Ich bin eher auf Doom- und Black-Metal-Konzerten und da ist auf die Füße gucken die meiste Bewegung, die man dann normalerweise zu sehen kriegt. Aber zu deiner Frage, ja, bei Equilibrium, wo ich dann nur Gitarre spiele und nicht wie hier auch noch singe, viel mehr Bewegung noch. Einfach, weil es halt auch geht und weil die Musik ein bisschen anders ist. Also was heißt bisschen? Die Musik ist halt einfach komplett anders. Yo. Nicht so viel Solis, nicht so so gut wie keine Solis bei Equi. Und dementsprechend kann ich da ein bisschen mehr rumspringen auch. Bouncing Ball Dom R. Cray. Genau. Vielen lieben Dank, Dom. Ich wünsche dir noch ein wunderschönes Restfestival. Du bist ja nochmal live. Heute ist netter. Genau, morgen Nacht. Morgen Nacht. Genau. Eieiei. Ihr da draußen, euch viel Spaß bei was auch immer ihr gerade macht. Wir gönnen uns jetzt weiter coolen Boot-Lifestyle. Und ein Bier. Unwahrscheinlich auch nur das eine oder andere Bier. Passt auf euch auf. Ciao, bis zum nächsten Mal.